Kennst du es auch, dass du manchmal Tage hast, wo du einfach mega unmotiviert bist und nicht richtig den Arsch hochbekommst? Dann bist du genau richtig bei diesem Video, denn heute geht es um meine persönlichen 5 Filme für Motivation. Ja, erstmal müssen wir uns kurz fragen, woher kommt Motivation überhaupt, ja? Also Motivation brauchen wir ja meistens oder glauben wir zu brauchen, um irgendwo hinzukommen an irgendein Ziel und irgendwie weiterzukommen. Und ich habe schon über Motivation öfter gesprochen in Videos, deswegen klickt einfach mal zurück. In fast jedem Video findet ihr was zum Thema Motivation von mir. Und manchmal hilft es einfach, vielleicht einen Film zu gucken, der einen motiviert oder inspiriert. Und ich habe da so meine ganz persönlichen Favoriten und die möchte ich gerne mit euch teilen. Der erste Film, Platz Nummer 5, ist Rocky 5. Da gibt es diese berühmte Szene, wo Rocky mit seinem Sohn spricht. Die kennt bestimmt jeder von euch. It's not about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Let's start building some hurting bombs. Jeder kennt bestimmt diesen Satz oder hat den schon mal gehört. Der ist aus diesem Film und da gibt es einfach ein paar Szenen. Die einfach so richtig, richtig stark sind. Also ich finde es krass, wie er dann nochmal in den Ring steigt mit einem Alter, wo er eigentlich den jungen Boxer gar nicht mehr schlagen könnte. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber schaut euch diesen Film an, wenn ihr ihn sowieso schon gesehen habt. Ich glaube, viele von euch haben den mit Sicherheit schon mal gesehen. Aber wenn ihr mal Motivation braucht, schaut euch diesen Film an. Platz Nummer 4 ist Das Streben nach Glück mit Will Smith. Sehr emotionaler Film. Und gerade weil er so emotional ist, finde ich, ist dieser Film einfach sehr inspirierend und motivierend. Er kommt so von nichts und geht nach ganz oben. Und er zeigt in diesem Film so, dass es für jeden möglich ist, nach oben zu kommen und was zu erreichen. Und das in Verbindung mit seinem Sohn, mit Jaden, wo er noch klein ist, ist schon ein krasser Film. Also zieht euch den rein. Sind die ein oder anderen Szenen drin, wo ihr vielleicht mal ein bisschen Tränen in den Augen bekommt, aber alles in allem super motivierender, geiler Film. Platz Nummer 3. Vielleicht ein bisschen doofer Film, stumpf, aber für mich immer mega motivierend und ich feiere den Soundtrack hart. Ist The Fighters, Never Back Down. So ein Kampffilm, Teenie, Street Fighter, MMA-Film, keine Ahnung. So ein Junge zieht in eine neue Stadt und will da von vorne anfangen und verliebt sich dann auch noch und will das Mädchen kriegen und hin und her. Schaut euch diesen Film mal an. Geiler Trainings-Soundtrack mit dabei. Kriegt ihr auch auf Spotify auf jeden Fall den ganzen Soundtrack. Und schaut euch den an. Für einfach nur pures Training finde ich diesen Film schon ziemlich, ziemlich motivierend. Ist jetzt nicht so inspirierend, aber für Motivation, finde ich, geht der eigentlich fast immer. Ich habe den auch schon echt oft gesehen. So, der nächste Platz ist wieder auch ein bisschen inspirierender Natur. Und zwar Coach Carter. Ist schon so ein bisschen älteres Semester, dieser Film, aber er coacht halt so ein Basketballteam in einer Schule, in einer Highschool und bringt denen nicht nur Basketballspielen bei, sondern über das Basketballspielen viele Dinge über das ganze Leben. Und genau das habe ich auch lange Zeit gemacht oder mache es immer noch mit meinen Tanzkursen. Sie kämpften von Richmond, um zu überleben. Wo willst du hinhauen? Der schießt mich nicht, Mann! Sie kämpften, um rauszukommen. Und mit den Crews, die ich hochgezogen habe, da habe ich schon denen mehr beigebracht als einfach nur das Tanzen. Und da geht es einfach auch um das ganze Leben und nicht nur ums Tanzen an sich. Gott wird Ihnen in dieser Gegend nicht helfen. Verlassen Sie die Halle. Ich habe vor niemandem Angst. Sie kriege ich doch locker klein. Das glaube ich nicht. Lehrer dürfen die Schüler nicht anfassen. Ich bin kein Lehrer. Ich bin hier nur der Basketballcoach. Und super cool gemacht, macht Spaß anzuschauen. Ist auch nicht langweilig oder so. Also keine Angst, auch für Leute, die kein Basketball mögen, ist dieser Film auf jeden Fall etwas. Und jetzt meine persönliche Nummer 1. Werden vielleicht viele sagen, das ist doch kein Motivationsfilm. Aber es ist für mich so eine Message, wenn du ganz am Arsch bist, wie du wieder auf die richtige Spur kommst. Und das ist Southpaw.
Mir geht es auch um einen Boxer. Ich finde ja Boxerfilme immer mega motivierend. Und dieser Boxer verliert wirklich alles. Je mehr du einsteckst, desto härter teilst du aus, verstehe. Na los! Aber du steckst einfach zu viel ein, bevor du explodierst. Ist am Boden, echt am Arsch. Das Schicksal, das ihre Familie getroffen hat, Mr. Hope. Dennoch, sie haben äußerst gewaltbereites Verhalten gezeigt und die Aufsichtspflicht für ihr Kind grob vernachlässigt. Und kämpft sich aber wieder daraus. Und das ist es so, was auch ein bisschen dieses Zitat von Rocky letztendlich widerspiegelt. Wir werden oft auf die Fresse fliegen und oft verkacken und oft wird irgendwas nicht so laufen, wie wir wollen, aber wir müssen immer wieder aufstehen und weitermachen. Du schaffst es nicht. Du bist fertig. Das ist deine Chance. Zeig's ihnen. Du hast dein Schicksal selbst in den Händen. Und auch wenn es mal richtig, richtig hart ist, müssen wir wieder nach oben kommen, um wieder Gas zu geben. Und dieser Film zeigt das richtig, richtig gut. Also schaut euch den an. Ist auch echt so ein paar Szenen, wo ich mir denke, das ist schon hart, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und zu guter Letzt mein Bonus of all time so. Wer auf meinem Kanal mal war, oben steht ja dieses Banner drin. Peaceful Warrior. Strafhalt. Schön. Und Fahrt des friedvollen Kriegers. Nicht nur das Buch gibt es, sondern es gibt tatsächlich auch einen Film. Das Studium läuft 1A. Ich habe gute Noten. Hi, Dan. Na, das sieht doch gut aus. Danke, Trev. Wieso stehen die nicht alle auf mich? Der Film ist nicht halb so gut wie das Buch, aber als Einstieg vielleicht für den einen oder anderen nicht schlecht. Er ist nicht so motivierend, deswegen ist er nicht in diesem Ranking mit drin, aber sehr inspirierend. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Alles erfüllt einen Zweck, selbst das. Und du musst rausfinden, welcher das ist. Und man kann viel davon lernen, man kann sich so ein bisschen die Augen öffnen lassen und man kann so ein bisschen einen Blick in diese spirituelle Schiene werfen. Hast du schon mal davon gehört, dass Berührungen heilen können? Die Ärzte haben mir gesagt, dass es außer Frage steht. Sie werden nie wieder an einem Wettkampf teilnehmen. Aber letztendlich, wenn man später das Buch liest, versteht man das alles viel, viel besser. Also check den Film mal. Wirst du verblüfft sein, zu was du in der Lage bist. Diesen Moment, hier und jetzt. Wenn ihr Langeweile habt, zieht es euch rein. Ich bin nicht sicher, ob es alles auf Netflix gibt. Vieles davon gibt es aber und den Rest wahrscheinlich auf Amazon Prime. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Zieht euch den einen oder anderen Film mal rein, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und wenn ihr die schon kennt, schaut ihn mal mit dem Aspekt Motivation und nicht nur Unterhaltung. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, wenn du krasse Motivationsfilme hast. Sowas kann ja nie schaden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein. Ciao.